Muss sowas immer mir passieren? Das war eben mal total peinlich. Ich bin wirklich nicht der Größte und das habe ich wohl mal wieder unter Beweis gestellt. Am liebsten würde ich im Erdboden versinken, aber leider tut man mir diesen Gefallen nicht. Irgendeine höhere Macht meint es nicht gut mit mir und ich habe mich mal prompt von meinem neuen Arbeitskollegen bis auf die Knochen blamiert. Thomas findet das alles auch noch eher witzig und grinst amüsiert vor sich hin. Am liebsten würde ich irgendwo anders hingehen, wo ich diesem Rotschopf aus dem Weg gehen könnte. Leider kann ich das nicht, denn obwohl das Schiff noch so neu ist und wir mittlerweile im Jahre 2012 sind, manche Dinge ändern sich nie. Die Kabinen für die Mitarbeiter sind nahezu winzig und wir können froh sein, dass wir in diesen Mauselöchern nicht sehr viel Zeit verbringen müssen. Der Rotschopf, der sich als Sasori vorstellt, sieht sich in der kleinen Kabine um und zieht eine Augenbraue hoch. Das ist ein Witz, oder? In dieses kleine Loch sollen wir uns zu dritt reinquetschen? Wir können nicht mal rausgucken, beschwert er sich, und ich muss ihm leider recht geben. In dem rechteckigen Raum stehen drei Betten, ein Schrank und drei kleine Nachtschränke. Das eine Bett ist ein Stockbett und wir haben nicht einmal ein Bullauge, aus dem wir rausgucken könnten. Die Kabine liegt mitten im Schiff, wo sie am wenigsten Platz wegnimmt. Und das Donnern der Maschinen dröhnt selbst hier. Seufzend fahre ich mir durch die Haare und sehe Sasori entschuldigend an. Ich hätte mir auch lieber eine Luxuskabine gewünscht, aber leider können wir uns das wohl nicht aussuchen. Thomas schläft unten, ich habe mir das Bett oben gekrallt, also kannst du das Einzelbett haben. Im Schrank ist noch ein Fach frei, das Badezimmer ist auf dem Flur. Wir können dir nachher noch zeigen, wie du zum Speisesaal kommst. Unsicher nickt der junge Japaner und ich ziehe etwas die Augenbrauen hoch. Seit wir in dem kleinen Raum stehen, ist er noch blasser geworden und ich frage mich wirklich, was mit ihm los ist. Auch Thomas kommt es komisch vor und er legt unserem Kollegen eine Hand auf die Schulter. Mann, du siehst überhaupt nicht gut aus. Wenn du kotzen musst, zeige ich dir das Bad lieber gleich. Ein wenig genervt verdreht er die Augen, ehe er sich über die weißen Wangen reibt. Naja, ich habe Platzangst, das ist alles. Darum habe ich mir eigentlich eine Einzelkabine gewünscht. Skeptisch sehe ich den Kerl an und frage mich, ob der blöd ist. Mit Platzangst geht man doch nicht hierher und fängt hier an zu arbeiten. Auf der anderen Seite werde ich schnell seekrank und bin auch hier. Wenn jemand Verständnis haben sollte, dann wohl ich, aber ich finde es gerade einfach amüsant, wie er dasteht und total hilflos wirkt. Thomas fängt an zu lachen und schüttelt amüsiert den Kopf. Kichernd sieht er Sasori in die Augen. Nun, ich würde mal meinen, das ist dumm gelaufen. Du bist hier auf einem Schiff, da kriegst du keine riesen Kabinen. Mann, wir sind hier echt nur das Fußvolk. Nach uns treten die, wann sie wollen. Da stecken sie uns in die Mauselöcher, das hätte dir bewusst sein sollen. Aber du bist nicht alleine. David hat Angst vor Schiffen und steht auch hier. Grummelnd sehe ich meinen besten Freund an, denn er musste ja gleich mal wieder meine Schwächen rausposaunen. Als mich der Blick von Sasori trifft, zucke ich hilflos mit den Schultern. Ja, es stimmt, ich mag keine Schiffe. Aber irgendwie hatte ich keine andere Wahl, gestehe ich leise. Er nickt und über seine Lippen huscht ein Lächeln. Na, wenn du es hier aushältst, dann werde ich das wohl auch hinbekommen, meint er grinsend und wirft seine Tasche aufs Bett. Aber ich möchte jetzt irgendwie sehen, wie dieser Kasten ablegt. Meint ihr, wir können uns das ansehen? Wir müssen hier nichts einschalten und mit Kohlen befeuern wie früher müssen wir diesen Kahn auch nicht mehr. Da können wir uns hier doch in Ruhe umsehen, oder? Ich sehe zu Thomas und er grinst, begeistert. Na, aber klar doch, also ich bin dabei. Wollt mich hier sowieso mal umsehen. Immerhin arbeiten wir hier und können uns den Kahn nicht in Ruhe ansehen, wenn wir erstmal abgelegt haben. Und der Start geht ja zum Glück wirklich von alleine. Erstmal werden wir rausgeschleppt, dann müssen die Maschinen sowieso nur minimal laufen. Und bis wir wieder hier sind, wird schon all nichts in die Luft fliegen. Thomas bringt sowas immer wieder. Neugierig mustert Sasori mich und bei seinem Blick bekomme ich eine Gänsehaut. Als ich seine Augen suche, wird er rot um die Nase. Einen Moment lang sehen wir uns einfach nur an. Dann reiße ich mich los und räuspere mich. Also gut, dann gehen wir eben raus, aber nicht zu weit, ja? Wir müssen in der Nähe des Maschinenraums bleiben. Thomas verdreht die Augen und brummelt vor sich hin. Dann geht er einfach und ich folge ihm schmunzelnd. Sasoris Blicke hängen an mir und ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt. Was ist denn nur los mit mir? Müde strecke ich mich und sehe mich dabei in der kleinen Kabine um. Hier ist es sehr gemütlich und nicht so luxuriös eingerichtet, wie man es erwartet hätte. Aber meine Schwester hatte sich mit ihrem Liebsten natürlich in einer der etwas luxuriöseren Suiten gemütlich gemacht. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich den beiden aber auch nicht unbedingt unter die Augen treten. Die beiden jetzt turteln zu sehen, ist nicht gerade das, was ich jetzt brauche.
Immerhin war ihr Mann mal mein Freund. Und ich glaube, damit werde ich immer ein Problem haben. Als es dann an der Tür klopft, blinzel ich ein wenig. Durcheinander öffne ich die Tür und sehe einen schwarzhaarigen jungen Mann, der seine langen Haare auf dem Rücken zu einem Zopf zusammengebunden hat, vor mir stehen. Erstaunt sehe ich ihn an und bemerke die Handtücher erst in dem Moment, als er sie mir unter die Nase hält. Wir haben erfahren, dass Sie noch keine Handtücher im Bad haben, daher wollte ich Ihnen welche bringen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Seine dunkle Stimme lässt mich erschauern. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und benommen nehme ich ihm die Handtücher ab. Routiniert läuft er ins Bad und sieht sich um. Ich sehe gerade, Ihnen fehlen doch noch die Seifenproben. Ich werde mich natürlich gleich um alles kümmern und bringe sie Ihnen vorbei. Ebenso wie eine Flasche Sekt als Entschuldigung. Es ist ja doch sehr viel schiefgelaufen, da muss ich mich noch einmal im Namen der Titanic entschuldigen. Scheinbar ist wirklich etwas nicht so gelaufen, wie es sein sollte, aber ich winke ruhig ab. Sie müssen mir keine Proben bringen. Ich habe auch eigene Artikel dabei und Sekt trinke ich sowieso nicht, meine ich ruhig und suche nach seinen Augen. Als ich seinen Blick bemerke, wird mir schwindelig. So wunderschöne, dunkle Augen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und ich muss schlucken. Nein, ich kann mich nicht verlieben, nachdem ich gerade so einen Ärger mit dem Mann meiner Schwester durchgemacht habe. Ärger hatte ich in letzter Zeit genug. Der junge Mann nickt und verneigt sich ein wenig. Vielen Dank, und wenn Sie sonst noch einen Wunsch haben, dann können Sie sich bei mir melden. Rufen Sie einfach nur nach mir, meint er lächelnd und ich nicke verwirrt. Eigentlich wollte ich mich mit meiner Schwester an Deck treffen, aber ich habe gar keine Lust, auf die beiden zu treffen. Schweigend sehe ich dem Mann nach, wie er meine Kabine wieder verlässt, und mir läuft ein Schauer über den Rücken, als ich seinen knackigen Hintern sehe. Wo sind denn meine Augen? Sowas mache ich doch sonst auch nicht. Noch immer halte ich die Handtücher in der Hand und seufzend bringe ich diese in das kleine Bad. Auch sehr gemütlich, muss ich sagen. Eine Wanne, eine Dusche und natürlich ein Waschbecken und eine Toilette. Alles, was man braucht und nichts übermäßig luxuriös, sondern sehr normal gehalten. Dennoch geht mir der Mann von eben einfach nicht aus dem Kopf. Da kann ich machen, was ich will. So ein Blick. Und dann diese Stimme. Allein bei der Stimme wird man ja schwach. Naja, oder hart, wie man das auch immer sehen will. Über mich selbst wütend schüttle ich den Kopf. Wie kann man sich nur so benehmen wie ich? Das geht überhaupt nicht. Außerdem wollte ich mir noch ansehen, wie die Titanic ablegt. Darum straffe ich meine Schultern und verlasse allein meine Kabine. Ich schleiche mich beinahe aus dem Flur aufs Deck, weil ich noch immer darauf achte, wo meine Schwester gerade sein könnte. Irgendwie benehme ich mich schäbig, oder? Schließlich habe ich ihr das Glück gegönnt. Aber manchmal kommt so eine unglaubliche Wut in mir hoch. Und dann will ich weder sie noch den Verräter sehen. Als ich um die Ecke gehe, sehe ich den Mann wieder, der eben in meinem Zimmer war. Neben ihm steht sozusagen sein jüngeres Ebenbild und ich ziehe eine Augenbraue hoch. Die beiden streiten ziemlich und der Jüngere scheint Ärger gehabt zu haben. Schnaubend verschränkt er die Arme vor der Brust und starrt mit tödlichen Blicken auf den Boden. Der junge Mann redet auf ihn ein, resigniert dann aber, als er merkt, dass man ihn nicht wirklich wahrnimmt und seufzt schwer. Er schnappt sich ein paar Handtücher und kommt dann in meine Richtung. Wieder sehen wir uns einen Moment an. Scheinbar ist es ihm aber unangenehm und er geht schnell weiter. Schweigend sehe ich ihm nach und muss irgendwie lächeln. Wenn ich den öfters sehe, dann kann das noch eine sehr angenehme Überfahrt werden. Dann spüre ich jedoch stechende Blicke auf mir ruhen und als ich die Ursache sehe, fallen meine Blicke auf den Jungen, der neben meinem jungen Mann gestanden hat. Ja, ich bezeichne ihn durchaus schon als meinen jungen Mann. So wütend, wie er mich ansieht, habe ich scheinbar irgendwas falsch gemacht. Innerlich koche ich vor Wut, aber die lasse ich nicht raus. Wie immer schlucke ich meine Emotionen herunter und am liebsten würde ich Anko den Kopf waschen. Es ist doch immer so, dass ich mir hier die Finger schmutzig mache und nicht sie. Dass sie mich in der Hand hat, ist kein Wunder. Aber ich kann auch nicht anders. Auf meine doch etwas sehr verrückte Art liebe ich sie. Dass ich auf Frauen stehe, war mir schon früh klar, besonders wenn mich diese Frauen dominieren konnten. Und niemand dominiert mich so wie Anko. Im Bett hat sie eindeutig das Sagen und sie ist sehr experimentierfreudig. Alles Mögliche an Spielzeugen hat sie schon ausprobiert mit mir und auch die seltsamsten Orte hat sie mir hier schon gezeigt. Allein die Erinnerung an das, was sie schon mit mir gemacht hat, lässt mir die Hitze zwischen die Schenkel schießen. Mit roten Wangen starre ich aufs Wasser und zucke zusammen, als ein paar Düsenjets über uns hinwegfliegen. Mann, so war das früher bestimmt nicht. Nur schläge ich leise und Anko muss grinsen. Mit Sicherheit nicht. Aber so viel wie ich weiß, wurde die erste Titanic auch aus dem Becken geschleppt. Hoffen wir nur, dass wir nicht auch aus Versehen ein anderes Schiff anfahren.
Blinzelnd sehe ich Anko an und fahre mir durch die Haare. An die Maskerade als Junge habe ich mich schon gewöhnt, und die meisten halten uns wohl für Mutter und Sohn. Als sie dann ihren Arm um mich herumlegt und mich an sich drückt, fühle ich mich nicht sehr wohl. Da unten laufen irgendwo die Besitzerinnen der Karten herum und wir stehen hier. Ich fühle mich schlecht, wenn ich sowas tue, und sie stiftet mich immer wieder an. Aber wenn sie mir so in die Augen sieht und dann mit mir ins Bett geht, dann kann ich nicht anders. Ich bin ihr hörig und lasse mir immer wieder alles gefallen, wenn sie nur mit den Fingern schnippt. Blinzelnd sehe ich zu einer Blondine, die sich neben mich stellt und in eine Unterhaltung mit einem jungen Mann vertieft ist. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Am liebsten würde ich dem die Hammelbeine langziehen. Denkt er eigentlich, er kann sich mit seinem Geld alles kaufen, wenn ich den in die Finger bekomme? Der trennt uns doch systematisch von Hinata. Der Kerl hat unglaublich viele Hintergedanken, wenn du mich fragst. Ehrlich gesagt bin ich jemand, der neugierig ist und gucke mir die Leute, deren Unterhaltungen ich belausche, auch gerne mal an. Natürlich gucke ich einer Frau in die Augen, wenn ich sie ansehe, aber bei der Frau fallen mir als erstes die Brüste in den Blick. Mann, die hatten mindestens Körbchengröße E, wenn nicht sogar noch mehr. Was sind denn das für Mörderbrüste? Da kann ich nicht weggucken. Und ich muss mich regelrecht dazu zwingen, meinen Blick von ihr abzuwenden. Wenigstens hat Anko davon nichts mitbekommen, sonst wäre das peinlich geworden. Schließlich hasst sie nichts so sehr, als wenn ich andere Frauen ansehe. Aber jetzt bin ich erst recht an der jungen Frau interessiert, die neben mir steht. Der junge Mann neben mir seufzt schwer. Ach, Tsunade, wenn ich wüsste, was ich machen soll, um Hinata da wegzuholen, dann würde ich das tun. Den Kerl würde ich am liebsten umbringen, weißt du das? Die Blondine nickt und ich spüre ihren Körper an meinem. Sofort laufen mir Schauer über den Rücken, und ich nehme die Menschen da unten am Pier gar nicht mehr wahr. Selbst Anko rückt für einen Moment aus meinem Kopf, als ich ihr Parfum wahrnehme. Sehr schwer und benebelnd kommt es mir in die Nase und ich schlucke nervös. Sowas ist mir ja noch nie passiert. Außerdem weiß ich doch noch nicht einmal, ob ich sie wiedersehen werde. Tsunade heißt sie also. Ein hübscher Name für eine wunderschöne Frau. Mir mal sagen, höre ich dann Anko und zucke zusammen. Knurrend sieht die junge Frau mich an und ich begreife, dass sie mich irgendwas gefragt haben muss. Schüchtern sehe ich sie an und Anko mustert die Blondine neben mir. Doch sie spart sich zum Glück jeden dummen Spruch, der ihr auf den Lippen liegt, und sie drückt mich enger an sich. Seufzend sehe ich wieder auf den Pier und ich nehme die Menschen herum, um mich wieder wahr. Adieu, mein eigenes Universum, es war so schön mit dir. Vor allen Dingen still. Anko räuspert sich und sieht mich dann wieder ernst an. Ich glaube, ich frage jetzt mal nicht weiter nach, wo du eben mit deinen Gedanken warst. Aber ich warne dich, zischt sie leise und ihre Fingernägel graben sich in meinen Oberarm. Denk daran, wer von uns beiden hier am längeren Hebel sitzt. Bedrückt senke ich meinen Blick. Ja, daran erinnert sie mich ja jeden Tag. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier schon wohler. Der Nachtisch liegt mir sehr und ich komme auch mit den beiden Kolleginnen sehr gut klar. Doch dann überkommt mich wieder diese verdammte Übelkeit und die beiden jungen Frauen sehen mich besorgt an. Ayame legt eine Hand auf meine Schulter. »Meinst du nicht, du solltest dir was dagegen geben lassen?« flüstert sie leise. »Ich kann dich zum Schiffarzt bringen, der hat bestimmt irgendwas an Medikamenten. Soll ich den Küchenchef eben fragen?« Unsicher winke ich ab. »Nein, lass mal lieber. Wenn ich den so höre, wie er hier rummotzt, dann kann ich wirklich darauf verzichten, mich mit dem wegen sowas anzulegen. Der hält mich dann doch nur für total schwach«, murmle ich, und Ayame schnaubt leise. Die andere Blondine nickt und sieht zu mir. »Ich finde, Ayame hat recht. Geht ihr beiden ruhig schon mal zum Arzt. Ich werde das mit dem Idioten übernehmen. Der soll sich mal nicht so aufspielen.« Dankbar sehe ich Temari an und als sie verschwindet, machen auch Ayame und ich uns lieber schnell vom Acker. Wenn ich ehrlich bin, kann ich darauf verzichten, dass ich sein Geschrei höre. Aber zu mir war der Kerl ganz nett, was mich wundert. Eigentlich machte zwischen Mann und Frau keinen Unterschied. Aber entweder hatte er gerade seine gute Phase oder wollte mich nicht so anmeckern. Keine Ahnung, was mit ihm los war. Aber die Idee mit dem Arzt ist wohl einfach das Beste, was wir machen können. Als ein Ruck durch das Schiff geht und es sich in Bewegung setzt, wird mir sofort wieder flau im Magen. Naja, jetzt dreht sich in mir alles und der Würgereiz ist unglaublich stark. Wimmernd halte ich mich an Ayame fest, weil mir der Boden unter den Füßen schwankt. Meine junge Kollegin sieht mich traurig an und schüttelt den Kopf. Wie kann man nur jemanden anstellen, der seekrank ist? Das begreife ich wirklich nicht. Sowas hätte man vorher doch mal absprechen können, ob man sich auf See wohlfühlt. Aber ich kann nicht verstehen. Ich habe Höhenangst. Immer wenn ich auf einen Turm soll, wird mir richtig schlecht und meine Beine geben nach.
Du musst dich also nicht schämen. Ihre Worte muntern mich wirklich auf. Wo Temari eher buschikos ist, ist Ayame schon sehr feinfühlig, kann aber auch direkt werden. Beide machen nicht gerade den Eindruck, als würden sie sich vom Küchenchef irgendwas bieten lassen. Ich bilde wohl mal wieder das Schlusslicht und die graue Maus, denn mich schüchtert er schon ein. Vor der Tür des Schiffarztes sieht Ayame mich an. Schaffst du die letzten Meter? Ich werde hier auf dich warten, aber ich denke, da solltest du dann schon alleine reingehen. Ich nicke und klopfe leise an die Tür. Mir hämmert das Herz wie wild und nervös spiele ich mit meinen Fingern herum, als ein junger Mann die Tür öffnet. Kommen Sie ruhig rein, meint er und mustert mich perplex. Fragend sieht er mich an und ich möchte lieber nicht wissen, was ich gerade für einen Eindruck auf ihn mache. Schließlich trage ich noch meine Uniform und bin über und über mit Schokolade und Mehl bekleckert. Vermutlich sehe ich ganz schön albern aus. Der junge Arzt mustert mich und räuspert sich dann leiser. Was kann ich für Sie tun? Fragt er mich und ich winke ab. Sagen Sie bitte du zu mir, sonst komme ich mir immer so alt vor und immerhin sind wir doch beide hier eingestellt, oder? Nuschle ich und seufze dann schwer. Ich bin seekrank und jetzt ist mir so schlecht, seit dieses Schiff sich in Bewegung gesetzt hat. Kann man doch noch was machen? Ich weiß, es gibt Mittel dagegen, aber die wirken bei mir nicht so richtig. Er nickt und sieht mich an. Wie heißt du überhaupt? Ich muss ja Notizen machen, wem ich welche Mittel gebe, weißt du? Auf seinen Lippen liegt ein ruhiges Lächeln. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat er sogar rote Wangen. Ansonsten ist er aber auch sehr blass und die Narbe auf seiner Nase ist irgendwie interessant. Narben machen Menschen generell interessant, denn es zeigt, dass sie etwas erlebt haben, auch wenn nicht immer gute Erinnerungen damit verbunden sind. Fragen kann ich ihn aber ja nicht so einfach und ich lächle. Mein Name ist Jeanne Lestrade und ich arbeite in der Küche. Darum muss diese Übelkeit so schnell wie möglich weg, sonst kann ich nicht arbeiten und ausfallen darf ich auch nicht. Der Arzt nickt und kramt in einer Schublade herum. Warte, ich habe noch was für extreme Fälle wie dich, murmelt er und ich ziehe eine Augenbraue hoch. Na, herzlichen Dank auch. Wenn ich ehrlich bin, dann finde ich Narutos Ansprache nicht nur langweilig, sondern auch unpassend. Klar, er ist mein bester Freund, aber er setzt sich schon ziemlich über das hinweg, was vor 100 Jahren passiert ist. Schiebt alles auf menschliches Versagen und dass sowas heute nicht mehr passieren könnte. So sicher bin ich mir da allerdings nicht. Wer weiß schon, was er sich da für Angestellte an den Laden geholt hat. Einen davon habe ich eben entdeckt und ich kann meinen Blick nicht von ihm abwenden. Doch mir gefällt der Blondschopf nicht, mit dem er hierher gekommen ist. Was ist das für ein Penner? Scheinbar einer von den Journalisten, die meiner Meinung nach eh von Bord hätten bleiben können. Diese Schreiberlinge suchen doch nur nach Dramen und Katastrophen. Die könnten jeden hier auseinandernehmen, aber Naruto wollte sich natürlich auch ein bisschen aufspielen. Darum hat er ein paar auserwählte Typen von der Presse mitgenommen. Wenn der da meinen süßen Kellner aber weiterhin so angeiert, dann kann er sich die Titanic demnächst von unten ansehen. Den knüpfe ich am Kiel auf, wenn der so weitermacht. Was fällt dem ein? Woher kennen die beiden sich überhaupt? Ich muss dringend mit Naruto reden, wo er den Kleinen eingesetzt hat. Aber wie komme ich jetzt an ihn ran? Die ganze Zeit über starre ich ihn an und ich muss mich regelrecht dazu zwingen, wegzusehen. Um mich zu beruhigen, atme ich die Seeluft ein und nachdem Naruto seinen Beinfall eingeheimst hat und er mit dem Sekt durch die Gegend gelaufen ist und alle glücklich sind, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie mein Opfer sich aus dem Staub macht. Sein Begleiter stürzt sich auf Naruto und bombardiert ihn mit Fragen. Darum hasse ich diese Pressetypen. Die nerven einfach nur. Ich habe eh was anderes zu tun. Wenn dieser Idiot jetzt von meinem süßen Fratz weg ist, dann kann ich in Ruhe mit ihm reden. Leise und ohne, dass Naruto etwas davon mitbekommt, mache ich mich auf den Weg, hinter dem heißen Hintern herzulaufen. Verdammt, seinen Körper habe ich mit Blicken mittlerweile genau eingeprägt. Besonders natürlich sein Hintern, der ist für Männer wie mich, der auf andere Männer steht, schon ein sehr wichtiger Körperteil. Ich folge ihm und hoffe, dass er mich nicht bemerkt. Auf der anderen Seite ist er so erpicht, schnell irgendwo hinzukommen, dass er mich gar nicht wahrnimmt. Das ist mein Glück. Denn ich glaube, er würde mich als Stalker abstempeln, wenn er wüsste, wie sehr ich ihm hinterherrenne. Und das ja schon länger, seit ich ihn in diesem Restaurant gesehen habe. Als er dann in der Bar verschwindet, atme ich auf. Da kann ich mich aufhalten, ohne dass er misstrauisch wird, denn es befinden sich öfter mal Männer in der Bar, die sich da die Zeit vertreiben. So eine Überfahrt kann ja langweilig werden ohne Alkohol. Also schlendere ich locker an die Bar und setze mich auf einen Hocker. »Hey Kleiner, wie wär's mit einem Drink? Was hast du denn so zu bieten, hm?« schnurre ich und sehe dem jungen Mann in die Augen. Verdammt, der hat echt stechend grüne Augen.
Den könnte man ja ertrinken. Nein, ich darf mich jetzt nicht auf Sentimentalitäten anlassen. Der Kurz ist heiß, das auf jeden Fall, aber ich werde ihn bestimmt nicht an mich ranlassen. Wenn ich in Amerika bin, soll ich heiraten und das muss ich durchziehen. Jedenfalls, wenn ich meinen guten Namen und das Geld meiner Eltern behalten will. Er legt den Kopf schief und auf seinen Lippen erscheint ein amüsiertes Lächeln. Klar, was kann ich Ihnen denn anbieten? Fragt er locker und sehr routiniert. Das wundert mich ein wenig, denn er scheint noch jung zu sein. Ich überlege und zucke dann mit den Schultern. Du bist doch hier der Barkeeper. Wie wäre es, wenn du mir einen Cocktail machst und mich überrascht? Irgendwas, das deiner Meinung nach zu mir passen würde. Skeptisch mustert er mich und zieht eine Augenbraue hoch. Ich kenne sie doch gar nicht, also woher soll ich wissen, was ihnen für einen Drink schmecken würde? Nuschelt er verschüchtert und ich spüre, wie ich zu Wachs werde. Naja, gewisse Körperteile nicht, aber auf die kann ich mich gerade wirklich nicht konzentrieren. Ein charmantes Lächeln umspielt meine Lippen. Na, mein Name ist Uta Kata und ich bin 25 Jahre alt. Vielleicht kannst du damit hier was anfangen. Super, jetzt kennt er meine Daten. Und er zögert einen Moment. William, flüstert er dann leise und ich muss grinsen. So kriegt man das doch immer wieder raus. Denn wenn einer seinen Namen nennt, fühlt sich der andere dazu genötigt, das auch zu tun. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal seinen Namen. Und er weiß, welchen Namen er heute Nacht stöhnen muss.